Das ist natürlich auch easy. Ja, friss ein paar dieser Dinger. Insekten. Ihr wagt es, mich anzugreifen? Aha, das ist diese Quest, okay. Jetzt check ich. Hier gibt es ein versunkenes Schiff. Da kann man zu Seiten von Lost, der Serie Lost, finden. Und da kann man irgendwie ein garantiertes Unicorn oder so, wenn man die so aufbraucht. Wie fühlt sich das an? Easy. viel zu easy. Da können wir schon bald nach Qual gehen. Ich erhöhe jetzt mal. Ja, kann man nicht. Okay. Das nächste Mal. Später in Qual 3 oder so bekommt man viel mehr Unix über. Findet man Unix besser. Und so weiter bekommt man auch mehr Ruhm für die Aufträge. Und dann geht's ja ans Paragon-Leveln. Da wird der Erfahrungsbalken grün, blau. Ich bin noch. Ich kann seine Gegenwart spüren. Oh je. Wo ist er? Ah, hallo Gesim. Wie geht? Und diese Sprache, ach, also diese... Oh je. Also wir haben ein Fragment, cool. Diese Geräusche, die er machte. So, Dele. Nicht hier. Hier. Dieser ist besser. Mal weggehen da. So, Dele. Sonst haben wir eigentlich nicht viel anderes. Cooler Stab, so zwei Schlangen oder Drachen. 1796 Schaden. Nice. Also jetzt machen wir mal kaputt. Mal ein paar Sachen kaputt. Und jetzt haben wir auch diesen Arkanstaub. Können wir eigentlich jetzt etwas herstellen? Haben wir nicht einen neuen... Irgendwie einen neuen Stab oder so. Für Level 60 ein Scharfschützenbogen brauchen wir nicht. Glorreiche Schwebesteine. Ja, hier haben wir einen herausragenden Edelschlag-Zauberstab. Aber das wird wahrscheinlich nichts besser. Ja, natürlich, die sind zu schwach. Aber hier hatten wir doch... Naja, irgendwas, was sich lohnt. Das lohnt sich doch. Ja, toll. Oh mein Gott. Weg, weg, weg. Weg, nicht du. Tränke brauchen wir auch nicht. Dafür die rein. Und die.
So. Ja. Pff. Nicht du. So. Also super. Jetzt können wir schon die dritte Quest machen. Dazu müssen wir nach Straße. Ah, wir müssen Magda töten. Easy. Laufen wir einfach durch. Ah, der kommt gar nicht, wenn keine Quest hier ist. Und hier ist der Jorum, der Kleriker. Der Helm. Wir haben den Helm gefunden. Könnt uns nicht hier zurücklassen. Beruhigt euch. Ich hole euch aus diesen Käfigen. Endlich. Es ist jetzt vorbei. Ganz ruhig. Also einfach durchlaufen. Oh, danke. Mögen eure Wunden schnell heilen. Denen glaube ich auch keine Belohnung mehr, wenn die rettet. Peng! Und nochmal sein Z-Gegenstand. Sowas von geil. Aufmachen. Identifizieren. Schwur des Abenteurers. Cool. Die Windrose. Okay, und das Z-Endloser Gang. Tolli, toll, toll. Ja, du brauchst mal ein besseres Amulett hier. Nein, nicht das. So. So. Danke. Okay. Und der Helm wäre auch besser. Ja. Wie viel Schaden machen wir jetzt? 103.000. Sowas von cool. Ja, das gibt schon ein paar gute Schadenswerte und dann 176er Crit. Und Dankeschön, Goblin, für die nächste Waffe, für den nächsten Gegenstand. Ich brauche Arkankraft. Wenn wir dann Items finden mit Eis, Schatten, plus Prozent, das wäre richtig OP dann. Magda hat für euren Tod gebüßt, Kane. Ruht in Frieden, mein Freund. Sie wurde von den Schatten verzehrt. Es schmerzt mich, das zu sehen. Ja, würde mich auch schmerzen. Wenn mein guter alter Opa so gequält sterben musste. Oh. Das ist sogar noch besser. Wir verlieren aber an. Ja, okay, Zähigkeit ist wieder gut mit Widerstand. Nehmen wir die Sockel, die Gegenstände raus. Und wir sehen aus wie ein Ritter oder so. Wir sehen gar nicht mehr aus wie eine Zauberin. Ich muss zurückkehren. Wow. Es geht so richtig ab.
So, Edelsteine rausnehmen. Und hier wieder einpflanzen, aber die guten zuerst. Wir haben gleich 3. Können wir uns den Schaden noch mehr pushen. 105, 106, 108. Haben wir sonst noch Sockel? Nein. Wir müssen ein paar Sachen rausschmeißen, zum Beispiel das hier und das hier. So. Haben wir das auch noch? Gut. Und gehen weiter. Grüne Armschienen oder... Sieht komisch aus. Ja, trostlose Sande. Was müssen wir hier machen? Komm. Laden. Tötet Gegner in den trostlosen Sanden. Tötet Blutfeder. Okay, gehen wir Richtung Blutfeder schon mal. Hallo Blutfeder. Wie hört sich das an? Easy. Wir gehen am besten mal nach oben, da gibt es eigentlich immer ein Event. Oh, die sind sehr schnell. Geniale Wickel. Die sind so genial. Ah, das ist das runde Teil da. Diese Spirale. Diese Truhe wartet nur darauf, dass ich sie öffne. Und in eine Falle zu tappen. Aber solche Gegner können mich nicht aufhalten. Wir gehen einfach raus. Fertig. Ach komm schon. Aber es gibt gut viele Gegner, die wir brauchen, um die Quest zu beenden. Dann können wir direkt dort weitergehen. Zum nächsten Gebiet. Unglaublich, wie gut ich bin. Der wahre Titan. Okay. Wie ist es so... so hell lila gewesen? So, noch ungefähr 50 Gegner. Voll die persische Musik hier. Wir haben die Skills gar noch nicht angeschaut, die wir bekommen haben. Ist es nicht aufgefallen, dass irgendwas angezeigt wurde? Vielleicht bekommen wir auch keine Skills, also
Bei Level 61 hatte ich nur ein Skill bekommen, das war Schwarzes Loch. Sind nicht hier noch ein paar Gegner? Zählen die auch dazu? Scheinbar schon. Noch ein Gegner. Oh. Gegner. 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 Nein. Gegner. Hallo. Oh, muss ich jetzt wirklich irgendwo noch hingehen? Langweilig. Vor allem, weil sie so langsam rennt. Alle Charakterinnen so langsam. Nur der Barbar mit Sprint und der Mönch hat noch ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit. Jetzt muss ich wirklich noch bis da unten hin, nur um einen Gegner zu töten. Ja, da kann ich direkt durchs Portal gehen. Und abkürzen. Ich werde noch mächtiger. So, absoluter Nullpunkt. Dann werden wir das mal ausrüsten anstatt der Hydra. Ah, supermassiv haben wir zuerst bekommen. Für jeden getroffenen Gegner erhöht sich der Schaden eurer Kältezauber 10 Sekunden lang um 3%. Ja, 3% ist eigentlich wenig. Dann nehmen wir lieber supermassiv. Und jetzt sind die Archive. Hier müssen wir in die Halle des Sturms betreten. Ja, wie man sieht auf der Karte die rechte. Okay, dann benutzen wir gleich mal das schwarze Loch. Habt ihr das gesehen? Das ist geil. Okay, absoluter Nullpunkt, mal schauen. Hm, hätte nichts getroffen. Nur ihr könnt diese Monstrosität bezwingen. Ich brauche mehr Zeit. Geh weg, Goblin. Nicht, dass du aufgescheucht wirst. Ich habe nicht genug Arkankraft. So, jetzt schnell zum Goblin. Ja, er ist noch da. Wow. Das ging schnell. Hundert Gegner besiegen. Und dann zum Endboss gehen. Also zum normalen Boss von einer Map. Über 300.000 Schaden, wenn ich das richtig gesehen habe. Noch nicht bereit. Wie fühlt sich das an? Das ist mal richtig ein krasser Skill. Ich glaube, der Dämonenjäger hat einen guten Buff bekommen. Ich warte immer noch. Nicht warten, bitte. Niemand kann mich aufhalten. So, Apex-Schrecken und splittende Legende. Ja, also. Gehen wir zurück. So was geil. Weniger Schaden. Dafür viel mehr Zähigkeit.
Ja. Nehmen wir. Das ist noch krasses. Krasser Köcher. Mit geschütztem Schaden. Oh, cool. Ja, ein Dämon, der Dämonjäger hat einen richtig geilen Buff, der sag schon, Geschwindigkeit und so erhöht. Schaden wahrscheinlich auch. Und so weiter. Den benutzt schauen wir uns danach mal an. Ich muss zuerst einen machen und hochleveln. Ich brauche Arkankraft. Oh, wie ich spammen kann schon. Sehr toll. Jetzt noch ein paar Gegnerchen töten. Eure Verteidigung ist nutzlos. Yay. Und jetzt tötet Magierfürst Guyan. Und wo ist er? Ah, war der nicht irgendwo da drüben? Unten, stimmt. Da müssen wir... Ah, wir gehen hier raus und gehen nochmal rein. Irgendwo hier muss der Ausgang sein. Schade, dass Frostfair nicht ein richtiger Skill wäre, damit der Runen kommen bekäme. Wäre noch richtig nice. So, genau, jetzt ist der Pfeil auch da. Der muss einfach in der Nähe sein. Also man müsste in der Nähe sein, um ihn zu sehen. Habt ihr das gesehen? Noch nicht bereit. So, Odele. Wir haben noch diese Arkanscherben oder wie die heißen. Blutsplitter, genau, ja. Haben wir bekommen. Damit kann man Glücksspiel machen. Können wir gleich mal ausprobieren. So, hat er was? Eure Taten, ihr habt ihr alle Kopfgelder eingesammelt. Ah, jetzt haben wir ein Hordrim-Würfelchen bekommen. Können wir gleich mal aufmachen. Noch ein geiles Amulett, aber leider zu schwach. So, das Buch. Und jetzt können wir das Hordrim-Würfelchen aufmachen. Und rauskommen. Ganz viele Gegenständchen. Ja. Was ist so interessant an Kadala, dass ihr sie ohne Unterlass beobachtet? Oh, ich stelle nur sicher, dass sie nichts Verdächtiges vorhat. So, haben wir ganz viele Edelsteine noch. Ach, den Trank nicht. Ja, und den fehlerhaften Rubin brauchen wir auch nicht. Hey, verehrte Dame, ich habe ein paar neue Waren. Ihr solltet sie euch mal ansehen. So, wie kann man jetzt das Rifttor öffnen? So. Elementartraum 1. Gehen wir mal rein. Schaffen wir das? Weiß nicht. So, ein spezieller Dungeon mit Besonderheiten. Kommt komplett anderen Monster, also in falschen Orten und so. Ihr seid von den Feinden der Nephalem umgeben. Okay, tötet die Diener des Nephalim-Tores, Portals. Aha.
Hier ist ein Tagebuch. Ja, ist gar nicht mal so schwer. Nee, ganz leicht. Okay, aber wir müssen schon einiges töten. Brauche mehr Arkankraft. Nun, zeigt ihnen, wozu ihr fähig seid. Easy.